Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heaven's Hope. Ich habe ein bisschen rumprobiert. Ich bin nochmal hierher gegangen und habe ja alles Mögliche ausprobiert, was man hier so in die Sachen reinstopfen kann. Uns fehlt hier ja jetzt nur noch. Das ist total abstrus. Das ist, glaube ich, ne? Für Luft. Die Luft steht ja in der Luft. Und tatsächlich, ich weiß nicht warum. Ja. Ich weiß wirklich nicht, warum die Maus da reingehört. Der Stein ist dauerhaft aktiviert. Wahrscheinlich, weil wir sie mit Luft wieder lebendig gemacht haben. Oder sie pustet da rein. Das sah so ein bisschen aus, als würde sie da reinpusten. Das könnte auch sein. Auf jeden Fall haben wir das jetzt alles tatsächlich dabei. Wir haben alle Elemente. Wir müssen jetzt nur noch Greta rausbringen. Und ich weiß noch nicht, wie. Ich hoffe, vielleicht dadurch, dass wir jetzt... Haben wir alles aktiviert? Doch, ich glaube, ich habe in alles einmal was reingesetzt, oder? Die Friedhofserde, glaube ich nicht. Das müssen wir vielleicht noch machen. Und dann hoffe ich einfach, dass dadurch was triggert. Weil anders weiß ich wirklich, mir nicht weiterzuhelfen. Ich hoffe einfach, es passiert jetzt irgendwas. Wir haben die beiden hier auf jeden Fall schon reingemacht, Wasser und Ansehen. Das scheint den Stein zu aktivieren. Die Erde nehme ich erstmal wieder mit. So, ich würde jetzt einfach mal, glaube ich, zu Bartholomäus in die Kirche gehen. Oder zu Blumenfort. Einen von beiden. Falls wir überhaupt da hinkommen. Es könnte natürlich schon sein, dass irgendwie unterwegs schon was passiert. Vielleicht ist Greta jetzt draußen. Wenn nicht, hoffe ich einfach, dass jetzt im Gespräch vielleicht, dass wir jetzt erzählen können, dass wir es geschafft haben und alles dabei haben. Das ist ja bei dem Spiel auch ganz gerne so, dass man Sachen fertig machen muss, dann wieder hingehen muss und erzählen muss, dass man es geschafft hat. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Vielleicht rede ich aber auch totalen Quatsch. Hallo, Pater Bartholomäus. Hallo, Talon. Mein Bill fehlt uns immer noch, leider. Ja, keine Ahnung. Ich habe etwas über das Hexagramm herausgefunden. Was hatten wir auch schon. Es soll in einem Ritual für Berechtigung... Sehr interessant. Aber macht Sinn. Du musst das Recht haben, ein Ritual in Gottes Namen durchzuführen. Und du brauchst ein Werkzeug, um den Exorzismus durchführen zu können. Was könnte denn die Berechtigung für das Ritual sein? Was könnte denn die Berechtigung sein, damit ich auf der Erde in Gottes Namen handeln kann? Na, was wohl? Wir legen uns hier mit Mächten an, die weit jenseits aller Sterblichen walten. Dazu brauchen wir Gottes Beistand, also die Berechtigung, hier auf Erden ein himmlisches Werk in seinem Namen zu vollbringen. Die hat auf Erden eigentlich nur der Papst, symbolisiert durch den päpstlichen Schlüssel oder auch Schlüssel Petri genannt. Ja, na, das habe ich ja. Was könnte denn die Befähigung für den Exorzismus sein? Was könnte denn die Das ist eine wirklich gute Frage. Du brauchst ein wirklich mächtiges Artefakt, mit dem du die Besetzte, also Greta, von dem Besetzenden, was auch immer dieses Etwas ist, zu trennen. Ja. Ich habe einen Ritualplan. Sieh mal. Sehr gut. Der Ritualablaufplan ist komplett. Das hast du wirklich gut gemacht, mein Sohn. Hast du auch alle Komponenten für das Ritual zusammen? Okay. Ich habe alles, was wir für den Exorzismus an Greta brauchen. Und McCallum schafft Greta in den Kreis, wenn ich sie aus ihrem Saal in die Kirche bekomme. Aber ich weiß noch nicht, wie ich sie aus ihrem Saal in der Kirche bekommen soll. Das ist eine wirklich gute Frage, mein Sohn. Das ist der Knackpunkt. Womit kann man eine Besessene aus einer Kirche vertreiben, die sich sicher eingeschlossen hat? Abfackeln. Also mir würde jetzt nur Abfackeln einfallen. Ja, dann war das wohl die falsche Hoffnung. Also wir hatten neue Gespräche, aber wir kommen hier immer noch nicht rein. Gretas Saal. Da gehe ich lieber nicht rein. Also mir fällt jetzt wirklich nur Abfackeln ein. Was anderes fällt mir nicht ein. Wir haben sogar Streichhölzer. Wir haben doch Streichhölzer. Wieso sollte ich da... Gretas Saal. Okay, ganz ehrlich, wir haben Streichhölzer in der Hand. Irgendwas muss ich damit doch machen können. Wieso sollte ich das... Nochmal runter? Ich muss auf jeden Fall irgendwas hier drin machen. Das anders kann es nicht sein. Warte mal. Na, nee, da konnten wir... okay. Das sieht interessant aus. Sieht aus wie eine Art Mechanik, um die heilige Glocke zu läuten. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das noch funktioniert. Sieht aus wie etwas, das Blumenfort gebaut hat und das ganz sicher so nicht funktioniert. Okay. Ja,
warum konnten wir jetzt vorher hier nicht rein und jetzt auf einmal ja? Also das finde ich, hätte man jetzt aber mal ansagen müssen. Also da hätten sie Bartholomäus einfach mal sagen lassen sollen, geh doch mal da oben rechts den Gang hoch. Ich weiß nicht, also das war jetzt echt wieder einfach nur so ein Mega-Zufall. Auch schon wie mit der Friedhofserde durch Anklicken dieses Salz vorher. Ich spiele ja jetzt schon 3 Folgen am Stück hier gerade. Also, das sind so Sachen, die finde ich, sollten anders erklärt werden. Oder besser gesagt, überhaupt erklärt werden. Eine heilige Glocke. Wenn Greta wirklich besessen ist, dann könnte der Klang der heiligen Glocke sie aus der Kirche treiben. Ein Wunder, dass sie es überhaupt besessen in der Kirche aushält. Eine heilige Glocke. Sag doch mal das Gleiche. Hier auch. Eine heilige Glocke. Ja. Treiben. Jetzt sind hier so viele Sachen, die man einzeln anklicken kann, aber er sagt über dasselbe. Tatsächlich. Eine Eule. Schon wieder so ein Flattervieh. Ist das nicht das Gleiche? Tatsächlich ist es das gleiche Flattervieh wie bei Bill auf dem Hof. Ja, sag ich doch. Na dann, liebe Eule, hau mal bitte ab. Ich glaube, du darfst da nicht sitzen. Nee. Ja, interessiert sie sehr. Guck mal, was das hier für eine Apparatur ist mit dem Boxhandschuh, das Drehding, hier die Kugel. Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Die Kugel muss wahrscheinlich dann irgendwann hier gegen... Ach so, nee, die muss hier hoch eigentlich. Guck mal, hier muss die doch reinfallen, oder nicht? Ich habe noch keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Leider kann ich halt einzeln nie was anklicken. Der sagt bei allem das Gleiche, ob das ein Fehler ist. Ob der eigentlich bei allem was anderes sagen sollte. Eine heilige Glocke. Ja, sogar da. Also es macht alles keinen Sinn. Oh Gott. Ja. Wir haben eigentlich nur noch Sachen fürs Ritual. Eule anzünden? Wieso sollte ich da... Es tut mir leid, ich weiß nicht, wie ich die ganze Zeit auf etwas anzünden komme. Ich habe echt keine Ahnung. Da kann das Fellknäuel auch nicht... Nee. Da kann das Fellknäuel auch nichts ausrichten. Was soll ich hier jetzt tun? Da kann ich mit... Komm mal hier. Warte mal, was ist das? Liege treiben. Das ist alles mit der Glocke, das ist doof. Ich muss es wahrscheinlich irgendwie jetzt in Gang bringen einfach. Die Eule ist wahrscheinlich egal, die ist wahrscheinlich einfach nur so ein in die Irre führen. Ich muss das hier irgendwie, warte mal, die Kugel. Liege Glocke treiben. Kann ich auch nicht. Hat er das anders liege gesagt? Glocke treiben. Nein. Kann ich nicht einfach gegen die Glocke, ganz ehrlich, du kannst auch irgendwas hier gegen schmeißen. Du hast so viele Sachen hier im Repertoire. Ich momentan schlägt er. Kann ich die Maus hier lang können? Also ganz ehrlich, die kann das doch betreiben, oder nicht? Da kann das Fellknäuel auch nichts ausrichten. Das verstehe ich nicht. Also für mich sieht das voll... Ach, guck mal, hier geht's noch lang. Okay. Dann kann ich hier vielleicht noch gar nichts machen. Wir wissen auf jeden Fall schon mal, dass wir die Glocke irgendwie betätigen sollen. Noch so eine seltsame Kreatur aus Stein. Dieser steht allerdings ziemlich fest. Das sieht voll cool hier aus gerade im Hintergrund. Sehr cool. Das, war's? Achso, hier ist noch Spitz irgendwas. Wie ein Haken. Da komme ich nicht dran. Maus? Das kann ich hier nicht... Nein. Wie komme ich denn da ran? Ich stell ihn mal an. Momentan schlägt... Ansem kommt da auch nicht hoch. Ja, keine Ahnung. Wieso sollte ich... Kann ich nicht hier raufklettern? Auch nicht. Ach, vielleicht das mit dem so nee, nicht. Hier oben. Wieso sollte ich das machen? Ich dachte, er kann sie vielleicht abschlagen. Mit Erlaubnis? Nein. Okay, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Wieso soll... Das klappt. Nee, es klappt alles. Was soll da ich denn machen? Da komme ich nicht dran. Streck dich doch mal ein bisschen. Also ganz ehrlich, ihr braucht doch nur hier hinlaufen. Das... Oder, nee, ihr da geht absichtlich nicht dahin. Das ergibt das nicht klappt. Viel Sinn. Ihr kommt doch super ran. Also ganz ehrlich. Ich muss die wahrscheinlich gar nicht abmachen. Ich glaube, das ist gerade ein Irrgedanke von mir. Das kann ich... Ich muss wahrscheinlich irgendwas dran befestigen oder so. Da kann ich mit... Aber ich habe nichts dabei. Wieso soll... Ja, es macht keinen Sinn. Tut mir leid. Vielleicht fehlt mir noch irgendwas. Vielleicht fehlt mir irgendwas. Ein Wieso Buch. Wieso soll... Ja, das ist echt Verzweiflungstaten hier gerade. Nee, da klappt gar nichts. Da kann ich nichts machen. Spitz wie ein Haken. Spitz wie ein Haken. Ja, da muss irgendwas dran. Da muss was dran gebunden werden.
Ich habe eine Idee. Ich habe eine kleine Idee. Dazu müssen wir aber nochmal raus. Oh, ich dachte vielleicht, dass in dieser Folge das Spiel beendet wird, aber jetzt sieht es wohl doch nicht mehr danach aus. Irgendwas ist hier noch nicht richtig. Aber wozu muss ich was dranbinden, ist die nächste Frage. Was bringt mir das? Ich komme jetzt gerade nur drauf, mir hier das Seil zu holen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Versucht habe ich es, glaube ich, noch nicht, das abzunehmen. Ach, lange Ladebildschirme schon wieder. Ja, so schaffen wir das nicht in der Folge. Na komm, Spiel, gib dir mal ein bisschen Mühe. Ich gebe mir doch auch Mühe. Ich möchte das wirklich gerne in dieser Folge schaffen. Vielleicht mache ich einfach Cuts bei den Ladebildschirmen. Ich glaube, da verliere ich, da sind schon 5 Minuten wieder gut geschrieben. Wow, das dauert gerade echt lange. Vor allem macht es gar keinen Sinn, weil nie was, also ich würde es verstehen, wenn danach so ein Event kommt, wie Gretas Ansprachen, aber so macht das null Sinn. Es passiert ja gar nichts mehr. Ich habe teilweise Angst, dass das Spiel abgestürzt ist. So. Kann ich es nehmen? Nein. Aber vielleicht durchschneiden. Das klappt so nicht. Ja, ich dachte. Hier? Dann mach ich's nur an. Das klappt so nicht. Nee, okay. Den Faden nehmen wir nicht mit. Das kann ich hier nicht. Okay, das war wohl ein ganz, ganz Nebengedanke. Also ein sehr falscher Gedanke von mir. Ja, einen anderen Gedanken habe ich dazu, aber leider tatsächlich nicht. Ich nehme ja fast an, dass es darum geht, an dem, ja, was wie Haken ist, die Flugmaschine hochzuziehen. Dass das damit dann zu tun hat, weil das sollen wir ja auch von da oben aus machen. Aber vielleicht ist es jetzt auch noch zu früh dafür. Vielleicht ist das jetzt wirklich einfach Quatsch in dem Moment. Ich rede mal mit Blumford. Vielleicht kann ich ihm erzählen, dass da oben, dass ich da sowas gefunden habe. Oh nein, schon wieder ewige Ladebildschirm. Oh. Hm. Na komm. Ach Mensch. Wow, das ist echt. Dabei macht der PC nichts im Hintergrund. Gar nichts. Ich werde die wirklich rausschneiden, wenn ich sie finde. Hallo Blum. Hallo Tal. Nee, auch nichts. Ach Mensch. Brauchen wir jetzt vielleicht Bildshilfe? Ich gehe nochmal hoch. Was? Ich kann mir nicht vorstellen, was sollte Bill uns jetzt da helfen. Vielleicht nochmal Bartholomäus danach fragen, wie die Maschine funktioniert, die Glocke. Wir haben aber auch keine Kugel oder irgendwas. Aber da ist ja auch eine Kugel. Es wäre auch Quatsch, vielleicht ist es echt ein Fehler. Vielleicht kommen wir gerade nicht weiter, weil wir die Maschine nicht einzeln anklicken können. Vielleicht ist es gerade ein Bug. Dann hoffe ich nur, dass der Bug auch wieder weggeht. Das macht mir gerade ein bisschen Sorge tatsächlich, dass ich jetzt 3 Stunden durchs Spiel laufe und es tatsächlich ein Fehler ist, dass da überall die gleiche Ansage kommt bei der Glocke und man eigentlich die Sachen einzeln anklicken können müsste. Vielleicht sogar in die Hand nehmen können müsste oder irgendwas. Da bin ich ja fast versucht, in eine Lösung zu gucken, ob es so ist. Ja. Ich möchte jetzt wirklich nicht 3 Stunden hier rumsuchen und dann liegt das alles nur an einem Fehler vom Spiel. Das hatten wir ja nämlich schon. Ich wäre nicht so misstrauisch, wenn wir das nicht schon gehabt hätten. Heilige Glocke treiben. Das sagt er überall. Wieso soll... Das muss ja irgendwo vielleicht Feuer rein, um die Maschinerie zum Laufen zu bringen. Das klappt. Da kann das Fell knäuel. Das kann ich hier nicht... Da kannst du jetzt ausrüsten, das da kannst kann du jetzt ich hier an nicht antun. Da kann das. Ja, das Einzige, mit was wir hier interagieren können, einzeln, obwohl wir so viel hier angucken können, ist die Eule. Aber da passiert nichts. Was soll das überhaupt sein? Ich verstehe nicht, was die da macht. Da kann das Fell knochen. Was ist denn das hier? Ja, es kommt halt immer der gleiche Satz. Ich glaube echt, das ist ein Bug. Ich bin da echt gerade misstrauisch. Warum können wir nicht einfach mit dem Schwert gegenklopfen?
Okay, ganz ehrlich, bevor ich jetzt 3 Jahre hier rumsuche, gucke ich einfach jetzt mal eben in einem anderen LP oder Lösung. Ich weiß nicht, ob es... Doch, ich hatte ja schon mal online bei einem anderen Rätsel geguckt. Irgendwo gibt es eine Lösung. Da würde ich jetzt vielleicht einfach nur mal kurz gucken, ob das hier normal ist. Oder am besten in einem LP, da sehe ich es besser. Ob es normal ist, dass hier überall das Gleiche kommt. Und ja, wenn es so ist, dann suche ich nochmal... versuche ich irgendwie rauszufinden, wie ich weiterkomme. Ich hoffe, ich spoiler mich nicht, wenn ich jetzt nachschaue, ob das hier normal ist. Und ja, dann sehen wir uns gleich nach einem kurzen Cut. Bis gleich. Ich habe ein... Sehr gut. Ist komplett. Das hast du wirklich gut gemacht, mein Sohn. Hast du auch alle Komponenten für das... Ich habe alles, was... Und McCallum schafft Greta... Und ich weiß auch schon, wie ich Greta aus ihrem Saal bekomme. Ich muss dafür die Glocke im Turm läuten. Der Klang der heiligen Glocke sollte sie aus der Kirche treiben. Sehr gut, mein Sohn. Dann nichts wie mit dir in den Kirchturm und auf die Glocke läuten. Ich warte dann auf dich im Ritualkreis. Okay, damit sollte es wahrscheinlich... Jetzt steht hier auch Kirchturm, jetzt ist es wohl erst aktiviert. Oh Mann, gut. Ich dachte echt, ich habe einfach nur übelst den Fehler. Ich habe extra nochmal in ein anderes LP von Trash Tasmani reingeguckt. Wirklich nur ganz kurz, damit ich einfach nur sehe, ob hier bei ihr Sachen kommen. Und habe dann gesehen, dass bei ihr hier tatsächlich andere Sachen stehen. Und ja, war dann ganz verzweifelt, dass es bei mir nicht so ist. Und habe wirklich an den Bug geglaubt. Habe nochmal einen Spielstand vorher genommen, geladen und nochmal bis hierher gespielt. Und dann war es aber wieder das Gleiche. Jetzt habe ich einfach mal mit Bartholomäus gesprochen und tatsächlich musste ihm tatsächlich nochmal sagen, dass man diese Glocke hier gefunden hat. Oh, jetzt muss ich erstmal kurz gucken, ob die Aufnahme auch noch läuft. Kurzen Moment. Gut, die Aufnahme läuft noch. Dann können wir jetzt vielleicht anfangen. Die Kugel nach oben zu befördern. Okay. Gesetzt im Fall, du bekommst sie da hoch. Dieser Schuh scheint die Glocke zum Läuten zu bringen. Und da ist so eine Schale dran. Sieht so aus, als müsste da was reinfallen, um den Schuh zu betätigen. Ja, diese kleine Kugel hier womöglich. Diese Kugel scheint irgendwie diesen Mechanismus zu betätigen. Sieht so aus, als müsste die da hoch, damit sie von da oben in diese Kuhle bei dem Schuh fallen kann, damit der Schuh gegen die Glocke tritt. Wenn du mich fragst, sieht das nach so einer komischen Apparatur von Bloomford aus. Hoffen wir, dass seine Flugmaschine besser funktioniert. Ja, würde ich sagen, nehmen wir doch einfach mal die Kugel und setzen die vielleicht schon einfach an der Stelle, wo sie hingehört. Da komme ich nicht dran. Vielleicht jetzt mit der Maus? Da kann das Fellknäuel auch nichts ausrichten. Okay, dann gucken wir erstmal weiter. Dieser Affe hat scheinbar den Blasebalg betätigt. Sieht aber nicht mehr so fit aus. Oh Gott, das sieht hier nach einem echt knackigen Ding aus. So Apparaturen wieder in Gang bringen, ist ja gar nicht meins. Dieser komische Brenner scheint kaputt zu sein. Der hat wohl mal das Rohr darüber erhitzt. Ob man den irgendwie ersetzen kann? Haben wir den von Bloomford? Dann müssen wir wahrscheinlich Bloomford fragen. Obwohl, da brauchten wir den Brenner ja für das Schiff. Na gut, gucken wir dann. Die Kirchturmuhr von hinten. Sie steht still. Okay. Diese Kugeln können wohl die große Kugel anstupsen. Die sehen aus wie gespannte... Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall gespannt. Da drüber muss wohl die Kugel... Boah, das ist echt viel. Der scheint die Kugel nach... Das haben wir, glaube ich, schon. Ein Wasserbassin. Darauf scheint das Segeldings... Okay, das ist eine Menge, das hier haben wir, glaube ich, nicht. Da muss wohl die Kugel hoch. Also im Endeffekt, die Kugel muss sich bewegen. Die muss hier irgendwie weg. Muss sie jetzt hoch oder hier lang? Ich würde fast sagen... Die sollte eigentlich hier drin sein, ne? Die Kugel muss, glaube ich, da rein, weil eigentlich müssen die hier, glaube ich, irgendwie dagegen stoßen, dass das vielleicht erst aufgeht. Ich bin mir nicht sicher, aber es sieht irgendwie so aus, als würde die Kugel hier erst rausfallen. Aber ich glaube, ohne Brenner kommen wir hier nicht weit. Kann das sein, dass das alles noch keinen Sinn macht? Eine heilige Glocke. Okay, das hatten wir schon. Kann ich die jetzt nicht einfach nur anstupsen und fertig? Das wäre auch so fies eigentlich. Das ist alles, was du hast. Ich befürchte, da musst du erst die Glockenapparatur reparieren. Okay. Das wäre mal echt lustig gewesen, so dass du diese riesen Reparatur und denkst dir, oh Gott, was muss ich hier alles reparieren und machen? Und dann ist es wirklich einfach nur gegen die Glocke gegentreten. Das wäre eigentlich total lustig. Huch, hier kann ich das machen. Lässt sich nicht einfach so bewegen. Lässt sich nicht bewegen. Also es sieht ja so aus, als würde hier von der Uhr
irgendwie angetrieben werden? Oder treibt die Uhr an? Ja, wahrscheinlich wirklich andersrum. Kann ich irgendwas machen? Tatsächlich. Aha, die Kugel ist in dem Rohr. Die ist wirklich so... Hä, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Wie ist denn aber die Kugel jetzt ins Rohr gekommen? Das verstehe ich jetzt nicht. Der hätte die hierher zurückgehen müssen. Okay, das muss ich mir in der Aufnahme nochmal angucken, wie das funktioniert hat. Da muss wohl die Kugel hoch. Die muss hoch, das heißt, wir brauchen einen neuen Brenner. Dieser komische Brenner scheint kaputt zu sein. Ob man den... ersetzen. Blumford hat einen Brenner, aber ich glaube, den kriegen wir aus dem Schiff jetzt nicht wieder raus, oder? Kann ich den hier anzünden? Wieso sollte ich... Kann ich? Moment. Nee, das macht keinen Sinn, oder? Das auch. So nicht. Nee, das ist ja nicht das Gasding. Nee, das Gasding steht ja noch bei... Vielleicht muss ich das holen, das Gasding. Das könnte funktionieren. Oder auch nicht. Ja, einfach mal rumprobieren. Das ist immer ein Erfolgskonzept in Point-and-Click-Adventures. Einfach rumprobieren. Okay, der rennt nicht zum Brenner. Der macht jetzt irgendwas anderes. Ich weiß nur nicht, was er macht. Ach doch, er nimmt nur einen gigantischen Umweg. Ganz ehrlich, hier geht's doch runter. Dann läuft der hier einmal um das ganze Ding rum. Hier geht's runter. Huch, was hat er jetzt gemacht? Das ging wohl nicht so. Verdammt. Das hat nicht geklappt. Und das dauert zu lange. Warum hat das nicht geklappt? Warum nicht? Aha, die Kugel ist eine Ebene weiter oben. Ach doch, hat geklappt. Jetzt weiter. Hier oben ist sie jetzt, oder wie? Oder hier drin? Ich habe es echt nicht gesehen. Hier drin wahrscheinlich. Dieses Segeldings da scheint durch den Blasebalg nach links fahren. Durch den Blasebalg, den Affen. Dieser Affe hat scheinbar den Blasebalg betätigt. Sieht aber nicht mehr so fit aus. Wie kriege ich den jetzt fit? Da kann das Fellknäuel auch nichts ausrichten. Den Affen fit kriegen. Muss die Eule jetzt vielleicht doch weg? Kann ich das jetzt erst machen? Hau mal ab. Was macht die denn da immer? Bläst die das vielleicht an, wenn ich die offen nerve? Nö. Ich glaube, die macht da gar nichts. Schon wieder? Nee. Ach, jetzt hat er aber was anderes gemacht. Jetzt hat er einen Affen gemacht, tatsächlich. Bringt aber nichts. Versuch's einfach mal. Naja, passiert gar nichts. Ich weiß auch nicht genau, was das hier... Die müsste vielleicht hier hin, die Eule, und das antreiben. Die macht ja hier irgendwie so eine Sachen. Vielleicht kann die das antreiben irgendwie. Ein Wasserbuzzer. Anzünden. Wieso sollte ich das... Ah, verdammt. Weiß es nicht. Kann ich jetzt die... Da kann das Fell... Nee, es wäre auch Quatsch. Die Eule würde das Fellknäuel wahrscheinlich... Also unsere kleine Maus... Ja. Ihr könnt es euch vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Die ist die einzige, die hier hoch könnte und das antreiben könnte. Anselm kann ich hier nicht hochschicken. Da kann ich mit Anselm nichts... Nee, ist zu hoch. Also ich glaube, die Kugel hier erkennen zu können in dem Boot. Das Boot muss jetzt fahren. Und irgendwie glaube ich, dass... Oder hat das erst hier... Na, vielleicht ist die Eule auch erst hier. Das kann natürlich auch sein, dass es die Kugel erst hier hoch muss. Aber wie soll die denn hier hochkommen? Achso, hier hochgeschossen wäre natürlich. Der scheint die Kugel... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was? Warum? Wieso? Wo ist jetzt hier die Logik? Die pustet jetzt, oder was? Die hat doch nicht so einen Atem. Das kann mir doch keiner erzählen, dass die das schafft, das Boot hier anzupusten. Das sieht voll schwer aus. Ach, das... Also manchmal... Ich weiß nicht, wer von euch da gerade jemand drauf gekommen? Das ist, ich fühle mich gerade so ein bisschen jetzt hier auf den letzten Metern vom Spiel nicht so ganz ernst genommen. Ich fühle mich so, ich mache nur irgendwas ausprobieren, ein aber... Ein komisches Metall? Ich glaube, das ist eine Stimmgabel. Ja, dann wird es jetzt die Eule sein. Eine Stimmgabel. Das ist so ein Metalldings, das einen lauten und klaren Ton von sich gibt, wenn man mit was Hartem dagegen stößt. Aha. Oder? Gucken wir mal. Kann die das stimmen? Ja. Perfekt. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Aha. Du hast es geschafft. Es ist nicht mehr aufzuhalten. Dieser Krach. Dieser unerträgliche Krach. Greta,
Halt! Bist du Mensch? Ich will das geht so nicht weiter. Ich bin hier, um dich aufzuhalten. Du kommst jetzt mit. Was? Ich auch. Aufhalten! Du hast Heaven's Hope genug tyrannisiert. Das hat jetzt ein Ende. Was? Nein! Verrat! Judas! Du pharisäischer Taugenichts! Lass mich runter! Oh je. Ja, dann mal auf zum Ritualplatz. Okay. Aber müssen wir jetzt mit dem Gargoyle gar nichts mehr machen? Okay, das wird wahrscheinlich wirklich erst später für die Flugmaschine sein. Ich war jetzt innerhalb dieses... ist das vielleicht wieder problematisch? Ich war innerhalb dieses Spielstandes noch nicht da. Ich gehe mal nochmal hin eben. Nicht, dass ich Blumenfort irgendwie nachher Bescheid sagen muss, dass der Gargoyle da steht. So wie hier mit der Glockenmaschine Bartholomäus Bescheid gesagt werden musste. Gucken wir uns das nochmal an. So eine ja, kennen wir. Spitz wie ein Haken. Kennen wir auch. Mach das jetzt einfach nur, damit wir es da einmal aktiviert dran. Haben. So, vielleicht müssen wir das jetzt nämlich gleich irgendwo sagen. Ja, und dann bin ich ja gespannt. Wow, das müssen wir jetzt noch in einer Folge machen, oder? Die Folge wird vielleicht ein bisschen lang. Aber ich will jetzt nicht so unterbrechen. Das ist... Nein, das wäre jetzt blöd. Ich habe echt keine Ahnung, wie lang es jetzt geht. Das könnte natürlich jetzt auch alles daneben laufen. Also, dass das Ritual vielleicht schief geht. Und das Spiel doch noch länger ist. Vielleicht ist es jetzt aber auch vorbei. Falls die Folge zu lang werden sollte, dann wundert euch nicht, falls jetzt irgendwie in der Mitte vielleicht ein Cut war. Könnte natürlich sein, dass die Folge jetzt so lang ist, dass ich einfach einen Cut setzen musste. Meine 1-Stunden-Folge will ich auch nicht hochladen. Also sagen wir, bis 40 Minuten wäre es noch okay, aber länger wäre dann auch nicht so. Da ist sie. Festgebunden, gut, richtig. Dass du endlich da bist. Sie wird immer verrückter. Bist du bereit? Lass uns beginnen. Hast du alles? Das Schwert, den Schlüssel und die 4 Elemente in reiner Form? Ja, ich habe alles. Gut. Dann los. Betrete den Kreis Taloriel. Ich bin ja erstaunt, muss ich zugeben, dass McCallum es geschafft hat, sie da festzubinden. Das kann ich ihr nicht antun. Da kann das Fellknäuel auch nicht. Ach so, muss ich es auf das... Das kann ich ihr nicht... Warum geht's jetzt nicht? Muss ich das anpusten? Machen wir das mal. Losbinden. Wahrscheinlich. Mach schon! Oder lässt du dir von diesem Wicht Befehle geben? Nun füge die geweihte Erde in die Schale vor dem heiligen Stein und binde damit Gretas Körper. Was? Die geweihte Erde? Ich habe mich gerade so gewundert, warum McCallum nicht mehr da ist, dass ich ihm gerade nicht zugehört habe. Was tust du? Wenn ich... Priester kümmern und dann um dich. Du wirst mir nicht entkommen. Ich werde dich finden. Jetzt kann ich die Materie einzeln aufreißen. Nun binde Gretas Gefühle mit dem heiligen Wasser. Ich habe gerade schon ein bisschen Angst. Ich meine, wir lösen sie ja nur von dem Dämonen. Das heißt nicht, dass der Dämon dann besiegt, tot oder sonst was ist. Wird er uns dann angreifen vielleicht sogar? Hier, ne? Ich habe ein bisschen Angst, was passiert, wenn der Dämon frei ist von Gretta. Oh oh. Du kannst mich nicht aufhalten! Ich werde dich und diese ganze elende Existenz zerstören! Bändige nun ihren Willen mit dem Feuer! Boah, das ist echt gerade eine coole Szene, muss ich schon zugeben. Das ist echt cool gemacht gerade. Mach ich denn das hier? Boah, es sieht wirklich bedrohlich aus, das Viech. Vor allem finde ich es krass, dass aus einem Engel sowas werden könnte. Wow. Im Himmel ist er auch nur ein Priester. Los, binde mich, Wurm aus Krankenheit versichtet. Wer sucht, der findet heraus, zu dieser Zeit halt alle Wunden, gibt es immer wieder. Was? Jetzt die Luft. Binde ihren Verstand. Oh, da war ja die Maus. Oh Gott. Okay. Jetzt müsste ja los sein, oder? Jetzt das Schwert. Boah, krass, ey. Geh hin, mein Sohn, und schneide den Dämon von ihr ab. Entschuldigung für die Wortwahl, aber das ist echt wow. Ich bin... Kann ich mir das mal angucken hier? Der Schutzkreis ist aktiv. Achso, niemand kann ihn verlassen, ja. Oder bitte. Für okay. Den Schutz. Ja, ja. Na dann. Auf. Bade Retro Satanas. Herr im Himmel, steh uns bei. Damit auf Wiedersehen, Dämon. Hoffe ich.
Nein. Was? Nicht den Anselm. Nein. Nein, Anselm. Nein. Nein, nein, nein. Nicht dahin. Ach, wie süß. Muss ich irgendwas tun? Das ist immerhin Gottes Schöpfung hier unten, also. Gottes Schöpfung? Was interessiert mich? Gottes Schöpfung? Ein Engel. Ich gehöre in den Himmel. Ihr habt mir einen Befreiung. Ihr habt meinen Geist von diesem kleinen Wicht befreit. Und jetzt werde ich. Auf Wiedersehen. Ha, so einfach. Ich glaube, Greta wird nicht netter sein als vor der Besessenheit, oder? Oha. Das mit dem Himmel hat sich für Umuril wohl erstmal erledigt. Was? Was ist passiert? Wo bin ich? Und wer bin ich? Sie scheint sich an gar nichts mehr zu erinnern. Das eröffnet ja ganz neue Möglichkeiten. Dachte ich auch gerade. So, da bin ich wieder. Ich musste mal eben schauen, ob der Festplattenplatz noch reicht, weil ich jetzt so viel hintereinander weg aufgenommen habe und habe ein bisschen Platz gemacht. Ja, was bist du denn? Heilige Kräuterkundige, heilige Märtyrerin, verfluchte Königin, die keiner mag, auch schön. Ein großer gelber Vogel. Ich nehme mal die heilige Kräuterkundige, das finde ich ganz gut. Du bist eine Kräuterkundige. Ja, genau, eine Kräuterkundige. Du bist Benediktinerin und Dichterin und Universalgelehrte. Und heilig. Heilig bist du auch. Du hast ganz viele Bücher geschrieben über Mystik, Religion, Medizin und Kosmologie. Und außerdem bist du Ratgeberin hochgestellter Zeitgenossen und ständig auf weiten Seelsorgereisen. Taloril? Echt jetzt? Hast du gerade Hildegard von Bingen beschrieben? Ich glaube ja. Die Hildegard von Bingen, die im Jahr 1179 im Alter von 82 Jahren im heutigen Deutschland gestorben ist? Und vor allem die Hildegard von Bingen, die überragende Kenntnisse in Kräutern und Naturheilkunde hatte? Naja. Okay. Dann will ich mir Kräuter sammeln, um damit die Menschheit zu heilen. Oh je. Ach, schön. Ob das eine gute Idee war? Übrigens, wer es nicht kennt, da gibt es eine wundervolle Doku, Die Deutschen. Ich glaube, von ZDF war das. Ich glaube, da gibt es auch einen Teil über Hildegard von Bingen tatsächlich. Ach schön, dass es hiermit so lustig drin ist. Jetzt hätte ich gerne auch die anderen mal angeklickt, um zu gucken, was sie dann Schönes parat haben. Das waren sicher alles irgendwelche Leute, die es gab. Ach ja, Anselm. Mein Anselm. Oh nein, er hat wohl bei dem Ritual als Seelengefäß fungiert. Können wir da nichts machen? Taloril, du musst ja doch was machen können. Ich weiß nicht, kann ich ihn nochmal vielleicht wiederbeleben? Oh, tatsächlich? Ach, wie schön. Oh Gott, das ist Anselm, mein Herz. Dem Himmel sei Dank. Gib's zu, Azael. Du hättest den kleinen Kerl auch vermisst. Kein Kommentar. Natürlich hätte er das. Ich bin so froh und das war gerade so unglaublich süß mit den beiden. Ach, dieses Spiel, ich liebe es einfach. Manche Stellen, man merkt es ja, ich meckere auch gerne mal drüber. Aber dann kommen wieder solche Stellen und ich bin einfach hin und weg. Ach, schön. Wo gehen wir eigentlich gerade hin? Ich mach gerade nichts. Die gehen gerade einfach ohne mich. Ja, wir müssen ja eigentlich noch irgendwo hin, ne? Es ist ja eigentlich noch gar nicht vorbei. Wo? Ich dachte, es geht zu Blumfort. Vielleicht erst zu Vladic? Ich weiß nicht. Wo gehen wir hin? Er entführt mich gerade irgendwie.
Ich kann wirklich nichts machen. Können wir Ansem und die Maus dann mitnehmen? Oh Gott. Was ist denn hier los? Da bist du ja. Wurde auch Zeit. Ja, der Dämon und der Exorzismus. Was auch immer. Ich hab das Seil, das wir als improvisierten Anlegemast nutzen müssen, schon da angebunden. Schaff das andere Ende da hoch und binde es oben an. Ich hol in der Zeit das mobile Gasometer. Alles klar. Tatsache. Ordentlich festgebunden. Wie soll ich das denn machen jetzt? Bringt mich auch nicht weiter. Das Seil muss da hoch. Da komme ich nicht dran. Wo hoch? Da hoch ist jetzt nicht so die beste Beschreibung. Ach, muss ich hochklettern? Das ist wohl der Turm der Kirche. Ah, okay, verstehe. Natürlich muss es zum Gargoyle, ist nur die Frage, wie. Okay. Ja, das könnte funktionieren. Ja, dann bitte einmal das Seil hochbringen. Aha, sehr gut. Dankeschön, kleine Maus. Ah, immer wieder ein treuer Gefährte. Immer wieder. Ohne die Maus hätten wir hier gar nichts geschafft in dem Spiel. Gar nichts. Wow. Muss ich jetzt noch auf den Kirchturm selbst laufen? Nein, muss ich nicht. Ach doch, muss ich. Ich kann nur die Maus hier schon mal hochbringen. Okay. Sehr schön. Dann habe ich mir das ja richtig gedacht tatsächlich, dass wir so die Maschine hier hochbekommen. Interessant. Aha, jetzt haben wir einen Ablegemast für die Flugmaschine. Dann schauen wir mal, wie wir das Ding hier hochbekommen. Schauen wir mal. Ich trinke mal kurz einen heimlichen Schluck. Ah, so. Ah, da bist du ja endlich. Und ich sehe, du hast unseren improvisierten Ablegemast angebracht. Hier hast du den mobilen Gasometer. Schließ ihn an den Brenner an. Entzünde den Brenner und dann pump die Luft in den Ballon. Ich gehe schon hoch und warte auf dich. Ich bin so gespannt, ob das funktioniert. Ein Gasometer. Bis zum Anschlag gefüllt mit Gas. So kannst du ihn aber nicht anzünden. Dann brennt er ja die Hülle ab. Du musst ihn wohl in Position halten. Was? Der bleibt nicht von selber in der richtigen Position. Den muss ich wohl halten, wenn ich ihn angezündet habe. Gut. Okay. Jetzt muss ich den Brenner anzünden und danach die Luft darüber in den Ballon pumpen. Ich muss wohl erst den Brenner anzünden, damit die Luft erwärmt wird, die in den Ballon geht. Ich bin da leider nicht so technisch versiert, muss ich zugeben. Dann wollen wir mal sehen. Jetzt angezündet? Kann ich ihn aber nicht mehr loslassen, sonst kippt er wieder um. Ja, dann vielleicht Mäuschen. Da kann das Fell knollen. Nein. Ansem? Ja, tatsächlich Ansem. Wie auch immer der da jetzt hochkommt, ich weiß es nicht. Da tapselt er. Wo läuft der denn gerade drauf rum? Auf dem Schiff? Hä, wie hat er das jetzt gemacht? Ich weiß es nicht. Und da fliegt es. Icarus. Ich bin so gespannt, was jetzt passiert, ob es klappt oder nicht. Ich traue dem Ganzen noch nicht. Und ich möchte auch noch gar nicht wirklich... Irgendwie will ich, dass das so Spiel vorbei Leute. Ist, irgendwie auch nicht. Ich glaube, die sind alle gekommen, um sich von dir zu verabschieden. No. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Cornelius, wer ist denn dieser nette junge Mann? Das erkläre ich dir später, Gretchen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Irgendwas musst du jetzt sagen. Danke. Das war alles? Psst, Azael. Jetzt lass ihn doch mal ausreden. Danke, dass ich euch alle kennenlernen durfte. Dass ich so viel von euch lernen durfte. Über das Leben, die Materie und den ganzen Rest. Und dass ihr mir alle geholfen habt, besser zu verstehen, wie es ist, zu leben. Ja. Erklärt! Wirklich? Als ich hier runterkam... Du meinst, als du abgestürzt bist. ...hatte ich keine Ahnung von dieser Welt. Und wie es ist, auf seinen eigenen zwei Beinen durch sie hindurch zu marschieren. Ich gehe in den Himmel zurück und habe viel gelernt. Hat er gesagt, er geht in den Himmel? Erkläre ich dir später. Na dann, leiden los! Wie macht ihr das immer? Ich wünsche euch allen alles erdenklich Gute. Und vielleicht sehen wir uns hier im Himmel wieder. Mach's gut, Effendi! Eine gute Reise, Talorin. Gott behüte dich, Talorin. Alles Gute. Hallo, Hel.
Flieg vorsichtig, Talorin. Wie schön. So ein schöner Abschied. Wundervoll. Sogar unsere kleine Waldhexe Shona ist da, um uns Tschüss zu sagen. Ach, wie toll. Mir fällt gerade auf, wo ich Bill sehe. Der hat... Den haben wir jetzt gar nicht mehr gebraucht. Eigenartig. Lief da irgendwas fehl? War von dem Spiel vielleicht irgendwas eingeplant, was dann vergessen Hallo. Worden ist? Ich bin wieder da. Na, ja, toll. Super. Und ich habe ganz viel zu erzählen. Das ist oh. Wo seid ihr denn alle? Ach, wie schön. Sonst hört er uns noch und kommt hierher. Na, wann geht das Licht an? Jetzt reicht's. Das ist ja die Höhe. Ich komme hier wieder mit der Geschichte des Jahrtausends und keiner will sie hören. Oh nein, das kann ich überhaupt nicht. Mir reicht's. Ich hau wieder ab. Fellknäuel, ansehen. Wir gehen. Ah, schön. Wie cool. Perfekter Abschluss. Besser ging's nicht. Sehr, sehr cool. Ich hätte mir schon gerne gewünscht, irgendwas zu sehen und noch irgendein Bild zu haben vom Himmel, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste jetzt so ein bisschen gerade. Ich glaube, Talurel ist so der... Wie hieß er? Mushu? Von Mulan. Er kommt mir so ein bisschen so vor, so dieser, ja, diese unerwünschte Gottheit, na gut, ist ein Engel. Also dieses Unerwünschte, den keiner haben will und der immer Witze reißt und einfach nur ungewollt lustig und komisch ist. Ach, schön. Ganz toll. Ja, das war Heaven's Hope. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss wirklich sagen, mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Ich kann wenig meckern. Also das ist halt immer so eine Sache bei Point-and-Click-Adventuren. Ob man vielleicht auf zu hohem Niveau jammert, wenn mal ein paar Rätsel ein bisschen ja, rumgeklicke sind. Das ist natürlich auch immer subjektiv. Manchmal denkt man einfach an Sachen nicht und andere würden vielleicht direkt drauf kommen und es ausprobieren. Das ist halt echt so eine Sache, ob man ja einfach auch ein bisschen Glück hat, zufällig das Richtige ausprobiert, ob man den richtigen Gedanken sofort parat hat oder nicht. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig, gleich zu sagen, ja, die Rätsel sind einfach scheiße oder so. Weil andere vielleicht nicht das Problem hatten. Oder hier finde ich halt teilweise war es ein bisschen doof, dass bestimmte Events erst freigeschaltet waren, wenn man irgendwas getan hat, woran man jetzt aber nicht so gedacht hat, dass das jetzt unbedingt irgendwas anderes freischaltet, also wie mit der Glocke jetzt am Ende. Dann fand ich diese Minispiele eigentlich eine coole Idee. Hier mit Anselm, mit dem Hin- und Herschieben. War nur doof, dass es nicht so richtig gut geklappt hat. Also allein so ja, von der Mechanik her, dass es nicht so richtig funktioniert hat. Vielleicht hätte man sie lieber weglassen sollen dann, wenn es nicht richtig geht. Aber ansonsten, also die Geschichte war toll. Oh, ich komme direkt in den Hauptmenübildschirm. Okay. Ja, die Geschichte fand ich toll. Ich mochte die Charaktere alle. Also auch Greta auf ihre bösartige Art und Weise. War einfach ein super Charakter. Also die Figuren waren einfach gut gestaltet. Kann man nicht meckern. Gar nicht. Talurel war lustig. Das so ein bisschen erinnert mich auch an Deponia, so der Held, den keiner leiden kann. Oder der durch einfach immer eigentlich Blödsinn machen irgendwie weiterkommt. Nicht ganz so schlimm, aber sein wenig. Und ja, im Großen und Ganzen, ich fand das Spiel super. Mich hat es überzeugt, das Geld war es wert. Und ja, jetzt würde ich natürlich abschließend gerne wissen, was ihr denn von dem Spiel ja haltet. Wie ihr es findet, ob ihr vielleicht selber das Spiel jetzt auch schon gespielt habt derweil. Vielleicht hat es euch bei mir zu lange gedauert. Ihr habt einfach selber mal euch das Spiel geholt und gespielt oder ja, wie auch immer. Sagt mir einfach mal ja, kurz Bescheid im Kommentar, wie ihr das Spiel so findet. Ob ihr auch so begeistert seid wie ich. Und ja, das war's dann auch schon, leider. Naja, schon. Hatte doch schon ganz schön viele Folgen. Habe ich gar nicht erwartet, dass wir da fast 30 Folgen hinkriegen. Nicht schlecht für so ein Adventure. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann bei anderen Let's Plays wieder. Ich habe da auch schon das nächste Adventure tatsächlich im Petto, das ich gerne mit euch spielen wollen würde. Verrate ich jetzt aber nicht, falls es dann doch aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Und ja, dann bis zum nächsten Let's Play. Bye!